So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Spellforce. Wir haben jetzt den, ja, einen der Herrscher der Untoten besiegt, und zwar den lieben Korsha, und sollen jetzt zu Hokan gehen, um ihm den Deal vorzuschlagen, dass wir ihm die Maske des Belial geben. Und dafür, weswegen sollen wir das tun? Damit er, glaube ich, mit den Angriffen aufhört, ne? Genau, er soll die Untoten stoppen, die ja nicht mehr wirklich nach seiner Pfeife tanzen. Das war der Thronsaal von Korsha, ist ja nicht wirklich einladend. Okay, dann begeben wir uns mal in das Portal. Was willst du, sterbliche Kreatur? Bist du hier, um des Meisters Schlaf zu stören? Oder willst du deine lächerlichen Kräfte mit den meinen messen? Du wirst scheitern, so wie andere vor dir. Meine Macht ist unbezwingbar. Du hast die Stimme eines Zwergs, mein Lieber. Und so klein wie ein Zwerg wirst du danach sein, wenn ich mit dir fertig bin. So klein mit Hut. So, mal schauen. Wir haben eigentlich, glaube ich, nichts Besonderes. So, wir gucken jetzt erstmal hier um. Da sind ein paar Gegner. Okay, sieht interessant aus. Standhalten, Männer! Ich mag das nicht, wenn die Gegner versuchen abzuhauen. Vorsicht, Gegner! Ich glaube, da sind meine Skelette schon fast stärker. Wir werden angegriffen! Das ist ein Hinterhalt! Haben wir eigentlich schon die Zwergenrune ausgetauscht? 9? 8. Sehr schön. Die ist schon auf 9. Okay. Dann geht's weiter. Durch Whisper. Und da steht jemand. Uta Greifenstahl. Mhm. Eine Kiste. Mit Zaubern, die wir nicht brauchen, und einem Stab, den wir auch nicht benutzen können, und einem Zauber, den wir nicht brauchen. Gut, dann sprechen wir mal mit Uta Greifenstahl. Schöner Name. Tiaras Flamme, ein Mensch. Ihr seid meine Rettung. Was tut ihr hier? Wie konntet ihr hier überleben, mitten im Reich der Untoten? Sie wagten nicht, mich anzurühren. Tiara selbst hat mich gesegnet, auf dass ich meine Rache vollstrecke. Doch dafür benötige ich Hilfe. Mhm. Was kann ich tun? Ich bin hier, um meine Rache an Ismael zu vollstrecken. Ich bin der Einzige, der ihn besiegen kann. Keine Klinge außer der meinen kann ihm etwas anhaben. Doch sie wurde mir von den Untoten gestohlen, mitsamt meiner Rüstung und meinem getreuen Greifen. Bitte bringt mir Schwert und Rüstung und befreit meinen Greif. Er wird seinen Weg alleine zurückfinden. Was hast du da gerade an? Ist das keine Rüstung? Von welcher Rache sprecht ihr? Von meiner Rache an Ismael. Um seinem Meister, dem Zirkelmagier Hokan, zu gefallen, ermordete er meine Familie, während ich auf dem Schlachtfeld kämpfte. Ich versuchte, sie zu rächen, doch Ismael verspottete mich nur. Er spielte mit mir, er tötete meine Freunde, meine Kameraden. Mein Leben wurde zu einer Straße des Todes. Da erhörte Tiara meine wütenden Gebete. Sie sandte mir ihren Segen. So erhielt ich die Stärke, Ismael zu schlagen. Die Untoten können mich nicht schrecken. Tiaras Kraft schützt mich vor ihnen. Doch ich geriet in eine Falle. Es gelang den Untoten, mich zu überlisten. Sie raubten mir Waffen und Rüstung und ließen mich wehrlos zurück. Und trotzdem rühren sie dich nicht an. Na gut. Vielleicht sind wir der Segen, der dir geschickt wurde. Ja, gut, dann geht's jetzt einfach mal weiter.
Da ist ein Lebensdieb. Den können wir auch mal ganz schnell fertig machen. Ich möchte Stufe 17 sein, weil dann können wir endlich die andere Axt ausrüsten. So. Ich weiß gar nicht, ob wir nicht noch ein paar andere Waffen bekommen haben, die ganz interessant sind. Ich finde 7 bis 11 ist jetzt nicht wirklich toll. So, als Waffe. Auch wenn sie etwas schneller ist, aber naja. Wo geht's hier hin? Mal kurz da hochgucken. Da unten ist irgendwas schon mal Stein und da ist ein Zwergenmonument und hier ist ein Elfenmonument. Okay. Wo geht's jetzt hier hin? Okay, es ist nur eine interessante Landschaftsformation, Bergformation. Nee, hier hinten ist etwas. Das gucken wir uns mal ganz kurz an. Und wir handhaben das wie immer. Wir werden uns erstmal ein wenig umgucken und schauen, ob wir nicht ein bisschen die Gegneranzahl etwas dezimieren können und uns dann erst eine Siedlung aufbauen. Nachdem wir ein bisschen wissen, was hier so Sache ist auf dieser Karte. Spielt gerade leise Musik im Hintergrund oder bilde ich mir das gerade ein? So, hier ist nichts. Hier in Whisper soll ja auch das Grab von Amra sein. Von Amra oder von Lea? Nee, Leas Grab soll in Whisper sein. Okay, das müssen wir nämlich auch noch finden. Damit wir der ultimativen Rüstung einen Schritt näher kommen. Was ich meist immer ein bisschen schade finde in solchen Spielen, das ist mir auch letztens erst wieder aufgefallen, dass wenn man es mal geschafft hat, dann die tollen Rüstungen und die tollen Zauber zu haben, dass man meist eigentlich keine Gelegenheit hat, das richtig auszukosten, dass man jetzt mal so stark ist, weil es gibt dann eigentlich nicht mehr viele Level. Also bei Spellforce gab es dann jetzt noch die Möglichkeit, damit Shadow of the Phoenix, damit seinem Charakter weiterzuspielen, aber sonst, wenn man halt fertig ist, dann ist man fertig, ne? Die können bitte nicht Schock, oder? Doch, die können auch Schock. Welche Stufe sind die denn? 9. Die Linien müssen halten! Standhalten, Männer! Wie gesagt, ich hasse es, wenn ihr einfach wegrennt. Vorsicht, Gegner! So, wenn wir mich das Lager ausgerottet haben, haben wir schon mal ein Problem weniger. Manifestation des Schreckens, okay? Der dürfte wahrscheinlich derjenige sein, der hier mit Schockzaubern um sich geworfen hat. Die haben beide Untertanen von mir getötet. So, dann machen wir mal. Ich mach mal diesmal zwei Skelette. Na hopp. So. Dann greifen wir mal als erstes den Starken an. Mal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Vorsicht, Gegner! Jetzt habe ich gleich keinen Mana mehr für meine beiden Skelette. Ja. Die Linien müssen halten! Kannst du dich bitte auf den Chef konzentrieren? Wir werden angegriffen! So, jetzt die Kleinen. Wäre ein bisschen schade, wenn hier jetzt keine Truhe oder sowas ist. So eine kleine Belohnung. Außer jetzt das, was der mir gleich gibt.
Schwert von Uta. Ah, damit haben wir schon das Schwert gefunden. Geistesstörer. Kann das vielleicht der gute Herr Javel tragen? Ich glaube, der hat nur Stufe 5, ne? Ne, dann kann er es nicht tragen. Okay. Dann machen wir mal unsere kleinen Untertanen. Damit die uns hier helfen, das Haus kaputt zu machen. Währenddessen können wir mal ganz kurz hier rumgucken. Ob er nicht doch zufällig irgendwas ist, was wir jetzt nicht sehen können. Nein. Okay. Das, was jetzt hier übrigens hier rumgeflogen ist, die kleinere Version zumindest davon, können wir später auch beschwören. Die heißt dann Schrecken. Müssten wir aber erstmal einen Zauber finden. Und Tote erwecken können wir auch mal irgendwann einsetzen, sobald wir dann mal Stufe 6 sind. Wir haben das ja nicht zufällig in Stufe 5 gefunden, ne? 7 habe ich schon reingepackt. Haben wir... Nö, sonst haben wir nichts Sinnvolles gefunden. Schade. Okay. Erstes Lager ist erledigt. Dann mal schauen. Dann werden wir jetzt zum Beispiel schon mal nicht mehr von zwei Seiten angegriffen. Das ist sehr hilfreich. Und das sieht mir doch interessant aus. Oh, Stufe 17. Na gut, wir sind jetzt mittlerweile Stufe 16. Jetzt sollte uns das nicht mehr so viel machen. Was ist hier unten? Einfach nur ein paar Skelette? Knochen? Kommt man da überhaupt hin? Oder ist es nur Deko? So, und jetzt spielt auf jeden Fall Musik. Das könnte vielleicht dieses Mosaik sein, was wir da nicht vollenden sollten. Wer hat uns da nochmal die Sachen gegeben für? Ach so, ja, der John Grauwind, glaube ich, hieß der. Der hatte ja irgendwie von einem Sterbenden ein Mosaikteil bekommen, was er uns ja dann gegeben hat, weil er es ja nicht haben wollte. Renn nicht weg, Lebensdieb. Wir möchten dir deins aushauchen. So, dann schnappen wir uns jetzt den Mosaikwächter. Ich glaube, ich muss gleich nochmal ein bisschen den Spielsound aufdrehen. Das ist ein Hinterhalt! Das Schöne vor allen Dingen an diesem Eisstab ist, der Effekt tritt ganz schön oft auf und er hat leider keine Waffe für uns, okay? Ist hier sonst noch etwas? Nö. Mosaik des Todes. Die Bodenplatten ziert ein zerbrochenes Steinbild. Der größte Teil des Mosaiks fehlt. Okay. Wir können ein Teilstück einsetzen. Aus dem Untergrund ertönt entfernt ein Summen. Na, das hört sich doch gut an. Ich möchte die anderen Teile finden und es vollenden. So, hier ist Mondsilber, das ist auch schon mal gut zu wissen. Haben wir eine Truhe oder so? Da ist Eisen. Nö. Da ist ein schwarzer Wolf. Oh, hier hoch kommt man auch noch. Mhm. Was ist da hinten in der Ecke? Nichts. Haben wir jetzt eigentlich für die Erdenklinge alles zusammen? Ich glaube nicht, oder? Nee, Dämonenblut fehlt noch. Ich hoffe, es lohnt sich für die Erdenklinge, das jetzt zu tun. Aber es müsste eigentlich. Die Helden waren auf jeden Fall Mist. Ich meine, wir sind Stufe 16. Was sollen wir mit einem Helden Stufe 8 oder 9? Und viel Geld einbringen tun die auch nicht.
Vielleicht finden wir hier drüben irgendwo das Grab dann von Lea. Oh, da hinten stehen Armeen. Oder zumindest mehr Feinde. Aber Stufe 8 und 10. Naja. Das dürfte für uns nicht wirklich eine Herausforderung sein. Hier stehen Statuen. Das ist Ismael. Okay, Stufe 30 ist ein bisschen hoch für uns. Den können wir tatsächlich noch nicht besiegen. Wer steht denn da bei ihm? Brote des Wahnsinns, okay. Okay, da kommen wir nicht weiter. Dann wissen wir ja schon mal, von wo wahrscheinlich die meisten Truppen kommen werden. Hier ging es runter eigentlich, ne? Gucken wir mal jetzt, was auf der Rückseite ist. Ob wir da vielleicht auch hochkommen. Dann nehmen wir uns mal hier die paar Lager vor. Oh, okay, es sind ein paar dabei, die dann verstärker sind, aber Stufe 18 kriegen wir auch hin. Wir haben ja gerade auch den Stufe 17 erledigt. Solange das nicht mehrere auf einmal werden, sollte das kein Thema sein. Ah, hier ist noch mehr Eisen. Okay, mehr wird hier wahrscheinlich nicht sein. Nehme ich mal an. Nein, okay. Hier könnten wir eigentlich auch alleine durchmarschieren. Es sind so wenig Gegner. Da brauchen wir keine Armee für. Also höchstens die hier werden ein bisschen gefährlich, aber das... naja. Vorsicht! Gegner! Wir werden angegriffen! Standhalten, Männer! Wir werden angegriffen! Sie haben meinen untoten Goblin getötet. Das werde ich niemals verzeihen. Männer! So, machen wir den Rest von der Brigade da fertig. Oh, okay. Die sind dann etwas Entschuldigung. Ich habe jetzt gerade einen zweiten Bildschirm aktiv, deswegen kann ich gerade nicht nach links scrollen. Das macht das gerade etwas schwieriger. Runenkrieger, zu mir! Standhalten, Männer! Die Linien müssen halten! Das ist ein Hinterhalt! Das Skelett hat ihn gefinisht. Runenkrieger, zu mir! So, dann machen wir jetzt mal die Gebäude hier kaputt. Hier hinten noch was? Nur bei denen bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, wie wir das machen, weil die können bestimmt zaubern und das wird dann wieder ein bisschen schwieriger. Und zwei Stufe 16 und einen Stufe 18. Aber Hüter des zweiten Fragments dürfte wahrscheinlich dann ein Teil von dem Mosaik sein, würde ich mal so annehmen. Es tut mir leid, wenn der Spielstand immer noch zu leise ist. Aber irgendwie dadurch, dass der jetzt gerade von einer anderen Audioquelle abfiltert, ist der anscheinend deutlich leiser geworden. Vorher war der extrem laut. Es wird spätestens in der nächsten Folge besser sein.
So, nochmal ein bisschen Stress weniger. So, mal schauen, ob wir die klein kriegen. Krieger, zu mir! Standhalten, Männer! Vorsicht, Gegner! Na komm, mach ihn fertig. Das ist ein Hinterhalt! Wow, es hat funktioniert. Die Linien müssen halten! Wie wär's nochmal mit Einfrieren? Standhalten, Männer! Vorsicht, Gegner! Na Tom, treff ihn! Ja, sehr schön. Wir sind nicht zu bremsen. Wir werden angegriffen! Krieger, zu mir! Mist, sein Lebensraub ist besser als unserer. Das ist ein Hinterhalt! Das ist ein Hinterhalt! Schön am Einfrieren ist einfach, dass die kurz einfrieren. Und nicht mehr sich bewegen können und nicht angreifen können. Im Gegensatz zu die einfach nur mit Feuerschlägen malträtiert werden. So, welche Stufen haben die? 10. Süß. Okay. Wir warten nur mal kurz, bis wir mal ein bisschen mehr Energie wieder haben und dann greifen wir die auch gleich an. Dann haben wir noch eine Ecke weniger, um die wir uns Sorgen machen müssen. Und wir können auch ein Mosaik einsetzen. Wissen wir eigentlich, wie viele Mosaikteile wir brauchen? Nö. Standhalten, Männer! Die Linien müssen halten! Das ist ein Hinterhalt! Da ist eine Kiste. Und hinten geht's dann auch noch weiter. Oh, ich glaube, wir haben das Grab gefunden. Leas Rächer. Oh, Stufe 18. Okay, da sollten wir warten, bis wir eine Armee haben. Ach, ich greife schon wieder nicht von alleine an. Ja, mal gucken, wer zuerst den Schützen erledigt hat. Wir werden angegriffen! Das war ja fast zu erwarten. So. Was hat er dabei? Nichts Besonderes. Da ist noch ein Skelett. Das machen wir auch gleich noch fertig. Ein Feuerstahlschild. Toll. Das bringt 60 Kupfer oder so. Das ist ein Hinterhalt! So, machen wir das Gebäude noch kaputt. Ich möchte gerne mit dem Grab reden oder mir das Grab anschauen, wie auch immer. Da kommen wir gerade noch nicht dran. Zumindest nicht ohne Armee oder ein paar Helden. Habt ihr es bald? Jupp. So. Und ich bin gerade nicht wirklich dran interessiert zu sterben. Da wir gerade schon ziemlich weit in der Stufe 16 fortgeschritten sind. Können die mich da oben sehen? Ja. Aber solange sie nicht runterkommen, ist alles in Ordnung. So, da ist noch mehr Mondsilber. Aha.
erstmal hier nach oben. Wir machen das Stück für Stück. Hier ist bestimmt auch noch etwas. Sieht zumindest wieder danach aus. Ja, da oben sind Gedankendiebe. Die werden wieder schwieriger. Da müssen wir wieder einzeln blocken. Sag mal, haben die meine Hilfen getötet? Ja, haben sie. Na, jetzt habe ich keinen Mana mehr. Okay, der erste ist hinüber. Die Linien müssen halten! Das ist ein Hinterhalt! Töte mal bitte erstmal den Großen. Gegner! Töte bitte den Großen. Zu mir. Immer noch. Die Linien müssen halten! Oh oh. Lauf, Madame. Ist blöd, wenn man keinen Mana hat. Die Linien müssen halten! So. Um den ist es geschehen, um den gleich auch. Und dann schnappen wir den Großen. Der immer noch ein paar Gefolgsleute hat. So. Die Linien müssen halten. Treff bitte. Wir werden angegriffen. Kannst du? Wir werden angegriffen. Der macht die ganze Zeit seinen dummen Lebensraub und dann ist alles wieder vorbei. Das ist ein Hinterhalt. Boah, die trifft ihn ja gerade gar nicht. Was ist denn los? Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Okay, das wird gerade nichts. Hä? Warum? Lass mir deine Kleinen da. Ich mach mal wieder meine Gehilfen. Wir haben doch schon mal so einen besiegt. Sein Lebensraub ist einfach so krass. Und wenn ich da nicht treffe, dann ist es ein bisschen blöd. So, töte ihn. Standhalten, Männer! Okay, die beiden gehen gerade nicht. Dann gehen wir jetzt erstmal hier weiter. Hä, der ist doch nur Stufe 14. Wie viel Mana hat der denn bitte? Oh, der läuft mir hinterher. Vorsicht, Gegner! Treff ihn doch mal bitte einfach richtig. Das ist ein Hinterhalt! Runenkrieger, zu mir! Das ist mich das Blöde, weil ich glaube, Mana. Man sieht ja nicht, wie viel Mana die haben. Und ich glaube nicht, dass die wirklich richtig Mana haben. So wie jede andere Person. Danke. Deshalb, Mana-Raub bringt überhaupt nichts. Das ist ein Hinterhalt!
Danke. Geht doch. Rüstung von Uta, okay. Ohne Priester Ter, das ist schön. Den werden wir gleich mal ausrüsten. Stufe 14. Ich glaube, da würde ich am ehesten... Runenkrieger, zu mir! ...den Mentalmagier rausnehmen. So. Standhalten, Männer! Was kann der denn? Ach, nur weiße Magie und Dings. Super. Graues Totem. Was Besseres haben wir jetzt gerade nicht. Ich greife mal bitte da an. Halt, mach mal bitte dein Skelett und dein Goblin. Und dann kann ich kurz den Helden ausrüsten. Währenddessen... Da ist noch ein Zepter des Lichts. Aber dem geben wir, glaube ich, lieber ein Schild. Eigentlich wäre es gut, dem dann unseren Stab zu übergeben. Was hat der? Mana-Raum. Okay. Ja, geben wir dem einfach ein Schild. Dann geben wir dem den Panzer. Oder 60? Naja, aber kriegt man in der Hose noch deutlich mehr. Da er die Rotseitenhose tragen kann. Dann kriegt er so einen Helm. Dann kriegt er den Ring. Dann kriegt er den Ring. So, wie sieht denn das eigentlich mit uns aus? Können wir die beiden Platten der Ordensritter schon tragen? Nee. Da fehlt uns noch eine Stufe. Aber wir werden eh erst in Klingenwaffen investieren, damit wir dann langsam, nee, nicht langsam, sondern dann bald endlich mal die andere Axt tragen können. So. Oh, eine grüne Pflanze. Okay, dann gehen wir mal hier runter. Und da haben wir ja schon fast die ganze Karte alleine aufgeräumt. Das war, glaube ich, nicht so vorgesehen. Aber wir sind doch einfach gut. Sorry. Das die Linien müssen halten. Das ist ein Hinterhalt. Krieger, zu mir! Vorsicht, Gegner! Lass meinen Goblin leben. Nein, hat mein Goblin umgebracht. Mein Skelett bringst du nicht um. So, schnell das Gebäude kaputt machen. Und hier ist auch noch Mondsilber. Auf der Karte könnten wir rein theoretisch das erste Mal die Titanen beide machen. Einmal von den Elfen und von den Zwergen. Aber ob wir die brauchen werden, ist dann so die andere Frage. Wir sind gerade ganz gut unterwegs, würde ich mal so sagen. So, jetzt kommen noch die paar Schlurfer da hinten dran. Wir holen mal nicht alle auf einmal. Wow, immerhin einer kommt nicht gleich.
Wir werden angegriffen! Trifft mal wieder nicht einmal. Standhalten, Männer! Runenkrieger, zu mir! Runenkrieger, zu mir! Standhalten, Männer! Aber er hat sie so gute Werte. Vorsicht, Gegner! Na, geht doch. Standhalten, Männer! Runenkrieger, zu mir! Das ist ein Hinterhalt! So. Letzter im Bunde. Runenkrieger, zu mir! Standhalten, Männer! Die Linien müssen halten! So, wir haben, glaube ich, fast die ganze Karte schon ausgeleert, nicht ausgeleert, sondern vom Bösen befreit. Und ich glaube, jetzt kommt nur noch dieser Innenbereich, den wir gesehen haben, dann Leas Grab und dann Ismael. Wir müssen auch nur noch den Greifen schicken und der ist sicherlich da drin, würde ich jetzt mal so behaupten. Na, mal schauen. Nee, dafür brauchen wir wirklich Unterstützung. Da könnten wir auch mal ganz kurz ein paar Zwergentruppen aufbauen. Oder eigentlich sind Elfen sogar einfacher, glaube ich. Oder? Nee, ich glaube, Eisen geht schneller. Und die Zwerge halten ein bisschen mehr aus. So, was ist hier? Ismael steht ja da oben. Während wir die Siedlung aufbauen, um dann halt die paar Zwerge zu erstellen, können wir dann auch rasch das Mosaik nochmal vervollständigen. Wir haben ja noch was gefunden. Das sind ein paar mehr. Das ist ein Hinterhalt! Vorsicht, Gegner! Wir werden angegriffen! Das ist ein Hinterhalt! Die Linien müssen halten! Wie viele Lebenspunkte haben wir eigentlich mittlerweile? 390. Runenkrieger, zu mir! Vorsicht, Gegner! Standhalten, Männer! Das Skelett lebt sogar noch, aber nicht mehr lange. Standhalten, Männer! Vorsicht, Gegner! Das Schöne ist, selbst wenn ihr mich beinahe besiegt habt, drücke ich einmal eine kleine Taste und ich bin... Standhalten, Männer! ...schon wieder voll mit Leben.
kommt hier eigentlich noch ein Chef? Die Linie müssen halten! Nö, aber zwei Truhen. Das ist ein Hinterhalt! Die Linien müssen halten! Na, die paar Pfeile. Runenkrieger, zu mir! Du darfst ihn gerne angreifen. So ist es nicht, ne? Nur weil ich stehen bleibe, musst du das nicht auch. Ja, toll. Jetzt stirbt der Goblin gleich wieder. Wir werden angegriffen! Wir holen uns erstmal die Kiste. Geht so. Wow, ich glaube, wenn wir eine Siedlung aufgebaut hätten, das hätte deutlich mehr Kraft in Anspruch genommen. Weil man ja irgendwie, die Monumente waren ja, glaube ich, hier, wirklich von allen Seiten angegriffen werden kann. Was ist hier eigentlich? Oh, da müssen wir auch noch rauf. Männer! Vorsicht! Gegner! Standhalten, Männer! So, holen wir uns jetzt noch die Kiste da. Hier drauflaufen? Nein, kann ich nicht. Okay, aber wie es dann in der nächsten Folge weitergeht, was sich unter anderem in diesem schwarzen Fleck hier befindet, und ob wir hier dann den Greif des Uta-Greifenstahl finden, das alles werden wir in der nächsten Folge sehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Der einzige Narr seid ihr. Ihr hättet nicht kommen sollen.